Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Upcycling-Video. Heute mal wieder ein bisschen ein außergewöhnliches Nähprojekt. Und zwar verarbeiten wir heute wieder eine Fließdecke. Und ich möchte daraus Beinstulpen nähen. Und zwar schauen die so aus mit Klettverschluss. Das Ganze soll für Rollstuhlfahrer sein. Ich habe ja eine Oma, die sitzt im Rollstuhl und wir haben eben immer das Problem, dass die Hosen nach oben rutschen und dass die Waden freiliegen und dass die kalt werden. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einfach mal so ganz einfache Beinstulpen, die man mit Klett verschließen kann. Ich hoffe, ich kann euch mit dem Video helfen, falls ihr ähnliche Probleme habt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich die Beinstulpen genäht habe, dann bleibt doch einfach dran. Und um jetzt die Größe der Stulpen auszumessen, nehme ich mir einen Backpapierzuschnitt zur Hilfe. Meiner hat die Maße 38 in der kurzen Seite und 42 in der langen Seite. Jetzt probiere ich das mal an meinem Bein aus und lege mir die lange Seite so um. Die Länge passt bei mir, das sind 38 cm plus jeweils oben und unten ein Zentimeter Nahtzugabe, sind wir bei 40 cm. Dann wickel ich mir das mal um und merke, es wird recht knapp. Hier oben müsst ihr schauen, im dicksten Bereich von dem Bein, im Knie- und Wadenbereich, passt es gerade so. Das soll aber schon ein bisschen lockerer sein. Das heißt, ich rechne mir auf die 42 cm nochmal 3 cm auf, sind wir bei 45 cm. Plus Nahtzugabe, 2 cm jeweils zu den Seiten, sind wir bei 47 cm. Also die Höhe 40 cm plus die Länge 47 cm. Und das schneide ich mir jetzt hier aus meiner Fließdecke einmal aus. Für meine beiden Beinstulpen brauche ich dann insgesamt viermal den Zuschnitt, weil ich lege mir das Ganze ja doppelt. Zwei Stück kann ich mal zur Seite legen. Dann nehme ich mir hier zwei her. Die Fließdecke hat ja keine rechte und linke Seite, das heißt, es ist egal, wie rum ich mir die Stücke aufeinander lege. So, dann lege ich mir die zusammen und nähe einmal mit einem Geradstich außenrum und nicht vergessen, mir an einer kurzen Seite hier oben eine Wendeöffnung zu lassen, wo ich dann später alles durchwende. Also einmal hier komplett außenrum nähen. Wenn ihr einmal außen rum genäht habt, könnt ihr euch hier die Ecken einmal abknipsen. Und dann wenden wir uns einmal die Stulpe komplett durch die Wendeöffnung durch. Und wenn ich das jetzt durchgewendet habe, schaut das Ganze so aus. Ich habe mir schön die Ecken hier durchgesteckt. Hier drüben ist noch meine Wendeöffnung. Die werde ich mir jetzt verschließen und zwar steppe ich jetzt einmal mit einem Geradstich außenrum knappkantig ab. Die Wendeöffnung klappe ich mir nach innen, so wie es auch gewesen wäre, wenn ich sie zusammengenäht hätte. Also die offenen Kanten einfach nach innen klappen und knappkantig drüber steppen. Ich habe mir jetzt neu zugelegt ein neues Nähfüßchen. Das ist genau dafür da, dass man immer schön den gleichen Abstand hat. Kann ich euch gerne unten in der Infobox auch verlinken, ist ganz schön. Also das heißt, es hält mir hier immer ganz genau den Abstand zur Kante und es wird schön gleichmäßig. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch unseren Klett aufnähen.
Und zwar habe ich mir hier einfach mal passende Streifen zurechtgeschnitten, die genau von oben bis unten gehen. Und jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass wir einmal von der einen Seite festnähen und den anderen dann von der anderen Seite, weil das Ganze ja dann einmal ums Bein rumgeht. Also quasi so. Vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande. Schaut drauf, dass ihr Klettband kauft, was nicht selbstklebend ist, weil das verstopft euch nur eure Nähnadel. Okay, also einen Streifen auf der einen Seite und auf der entgegengesetzten Seite den anderen Streifen festnähen. Und die zweite Stulpe habe ich auch gleich noch schnell fertig genäht. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie das am Bein ausschaut, wie ich mir das gedacht habe. Also hier einfach anziehen und an der Außenkante dann den Klett. Das ist schön locker, aber hält trotzdem, vor allem wenn man halt im Rollstuhl sitzt. Genau, und die Beine bleiben untenrum auch schön warm. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und freue mich, euch bei einem meiner nächsten Videos wiederzusehen. Macht's gut!